Hallo zusammen. In diesem Video möchte ich euch die verschiedenen Trittpositionen demonstrieren. Überhänge und Dachklettern erfordert viel Körperspannung. Je nach Trittposition ist sie unterschiedlich stark fühlbar. Mal mehr am Bauch und am Oberschenkel, mal mehr seitlich an der Hüfte und an der Schulter. Die gezeigten Varianten sind alle optimal geeignet, um sie zum Beispiel isometrisch auszuführen und die Endphase 15 Sekunden zu halten. In den folgenden Clips stelle ich dir Beispiele vor, wo du über Kreuz stehst, wo du im Dreieck stehst und wo der Tritt hinter dem Haltegriff ist. Ich zeige dir verschiedene Positionen im Überhang und im Dach. Wenn du im Impulsivweil am Rhein kletterst, kannst du die Übungen problemlos nachklettern. Ich werde dieses Video als Download bereitstellen. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Damit kannst du mit deinem mobilen Gerät die Probleme problemlos nachklettern. Ich würde dir auch empfehlen, das Ganze mal auf Video zu dokumentieren. Damit kannst du gut erkennen, ob deine Körperpositionen richtig sind. Dieses Video darfst du mir auch gerne senden. Eventuell kann ich dir auch noch einige Tipps dazu geben. Willst du das Ganze als Krafttraining durchführen, wiederhole folgende Übungen zum Beispiel 5-mal. Mach immer 15 bis 30 Sekunden Pause dazwischen und wechsle dann die Seite. Wiederhole das für die unterschiedlichen Positionen. Bei dieser Position kannst du gut erkennen, wie die Knie gegen die Wand gehen. Damit wird die Position kompakter und du bekommst das Gewicht besser auf die Füße. Die beiden roten Griffe, die du siehst, sind Sloper. Bei solchen Griffen ist es besonders wichtig, dass man den Schwerpunkt unter den Griff bekommt. Bei der nächsten Einstellung kannst du gut erkennen, wie der Körperschwerpunkt unter die Griffe gezogen wird. Beim Weitergreifen bleibt der Körper stabil. Knie gegen die Wand und der Schwerpunkt geht nach unten. Hast du weitere Fragen zur Klettertechnik? Einfach unten einen Kommentar und Abo nicht vergessen. Kletterst du in der Region Basel und Weil am Rhein und benötigst ein Coaching für deine Technik, darfst du mich gerne kontaktieren. Und jetzt viel Spaß und Erfolg beim Üben.